Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Filmnische. Heute wollen wir über eine Komödie sprechen, die Themen wie Freundschaft, Tod, Behinderung und auch ein bisschen Philosophie vereinen. Und da fragt man sich, ob das zusammenpasst. Und das werden wir heute erfahren, denn es geht heute um Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Igor liefert Gemüse eines lokalen Gemüsehändlers mit dem Rad aus. Louis hingegen hilft mit den Unannehmlichkeiten, die einen ableben, den Hinterbliebenen beschert und so treffen sie eines Tages aufeinander. An einem stressreichen Tag fährt Louis von einem aufwühlenden Termin zum nächsten, sinniert einen Moment über das letzte Gespräch und sorgt beinahe dafür, dass Igor für sein letztes Gespräch etwas zuvor hatte. Glück im Unglück, Igor kommt glimpflich mit einer blutenden, aber harmlosen Wunde am Ellbogen davon und so beginnt die gemeinsame Reise der beiden. Igor wollte Louis dann aus Höflichkeit ein bisschen Obst vorbeibringen bei seinem Arbeitsplatz beim Krematorium. Louis bleibt dabei höflich, beantwortet Igors Fragen, scheint aber sehr beschäftigt und verabschiedet sich dann nach einem kurzen Plausch bereits wieder. Igor sieht sich dann noch etwas um, bis er dann auf einen Leichenwagen aufmerksam wird und er sich kurzerhand hineinbegibt. Louis benötigt diesen Wagen aber für eine Überführung nach Südfrankreich und als es dann soweit ist, dass er dann fährt und Igor dann vorfindet während der Fahrt, ist dieser erst verpirrt über den blinden Passagier ganz offensichtlich. Dann legt sich die Stimmung aber wieder ein bisschen. Also sie sind dann Richtung Südfrankreich und dann hat er eben den Igor an der Backe, obwohl er da diese Überführung des Sarges übernehmen soll. Igor zitiert dann direkt Platon und im Lauf des Films viele große Denker. Einen Moment später sitzen sie friedlich zusammen, als sie sich ein bisschen beruhigt haben, und essen zu Mittag. Dort wird dann auch direkt ein elementarer Aspekt des Films klar. Igor hat eine körperliche Störung, weswegen sein Bewegungsapparat eingeschränkt funktioniert. Das macht sich beim Laufen, Essen, Schneiden oder anderen motorisch anspruchsvollen Bewegungen bemerkbar. Seine Stärke hingegen ist jedoch im Denkapparat als auch im zwischenmenschlichen Bereich, also in zwischenmenschlichen Interaktionen. Igor hat gelernt, um Hilfe zu bitten. Er weiß genau, wobei er Unterstützung benötigt und wann er selbst zurechtkommt. Er bittet zum Beispiel Louis, ihm das Steak zu schneiden oder die nette Dame hinter ihm beim Kaffeeautomaten den Becher richtig zu platzieren. Das klingt erstmal banal, doch wer hadert denn doch nicht aus Scham oder Furcht, man könnte einem eine Unzulänglichkeit attestieren. Igor geht mit seinem körperlichen Gebrechen offen um. Das sieht man etwa bei diesem schönen Dialog. Louis antwortet auf die Frage nach seinem Beruf, sage ich lieber nicht, da sind immer alle geschockt. Und Igor entgegnet ihm dann ganz lässig, bei mir sind schon alle schockiert, ohne dass ich was sage. Keine Scham, er konstatiert dies einfach mit einem Lächeln und akzeptiert seine Situation. Doch was ist Louis überhaupt für eine Person? Louis leitet eine Bestattung, ist sehr geschäftigt und so mangelt es ihm an Zeit für Hobbys und für sich selbst. Er hetzt von einem Termin zum nächsten, sein Mittagessen schiebt er sich kurzerhand irgendwie dazwischen da rein während den Termin. Und wenn natürlich ein Bestatter im Spiel ist, dann ist natürlich der Tod auch nicht weit weg. Und so ist der finstere Schnitter mit Louis, aber auch mit Igor Padu. Sie einigen sich dann, während sie da Mittagessen, dass sie zusammen in die Stadt fahren und Igor dann den Zug zurücknimmt. Unterwegs wird dann auch noch eine Anhalterin mitgenommen. Aufgrund der Anhalterin haben sie dann auch, als sie dann vor Ort in der Stadt sind, ein paar Damen kennengelernt, die mit der Anhalterin da verbandelt sind und machen ein bisschen Partei. Als die beiden dann mit den Damen in der Bar sind, wird das Thema Philosophie angesprochen. Da Igor ja staccatoartig Zitate, Lebensweisheiten und andere clevere Sprüche zum Besten gibt. Louis wird dann mit der Frage konfrontiert, was er denn von dieser Thematik hält, Leben, Sterben, Philosophie. Und man würde von einem Bestatter ja erwarten, dass er zumindest schon mal den Gedanken an so ein Thema verschwendet hat und das darüber hinausgeht von dem billigen Kalenderspruch. Und dann haut er aber kurzerhand ab bei diesem Beisammensein. Und da möchte ich folgende Deutungsmöglichkeit anbieten. Louis arbeitet seit Jahrzehnten als, man möchte sagen, ein bisschen pathetisch, als Charon, hilft den verwelkten Seelen bei der Überfahrt über den Styx, wie man es aus der griechischen Mythologie kennt. Sicherlich würde er den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet haben, was im Jenseits auf ihn wartet oder generell was danach passiert. Hier bleibt er den Damen aber die Antwort schuldig. Scheinbar hat er sich vielleicht doch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, vielleicht blitzt da auch mal der Neid durch. Das ist natürlich eine bittere Erkenntnis, aber zumindest vielleicht eine Erkenntnis, die Louis hier gewinnt. Und auch, wie schon erwähnt,
ist auch in Igors Leben der Heimgang präsent. Bereits im Mutterbauch stand sein Leben auf dem Spiel. Er erzählt es so während der Party, weil die Damen fragen, was er für ein Päckchen zu tragen hat. Und er sagt, dass die Nabelschnur sich um seinen Hals gelegt hat und ihm die Sauerstoffzufuhr als Kind abgeschnitten wurde im Mutterleib. Und dann hat er eben als Folge eine zerebrale Kinderlähmung. Der Tod ist natürlich ein zentrales Thema in der Philosophie. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was tun wir danach? Sollten wir überhaupt darüber nachdenken? Und in einem wunderbaren Moment offenbart Igor uns den Stellenwert der großen Denkkünstler in seinem Leben. Igor fragt Louis, was dieser Tropfen auf der Toilette zu bedeuten hat, als sie sich im Hotel befinden. Louis überlegt mit ihm zusammen und schlussfolgert dann, das muss wohl die Spülung gewesen sein, die diesen Tropfen auf die Klobrille geschleudert hat. Igor lässt dann eben durchschimmern, dass er Angst vor Krankheiten hat und ihm der Tropfen Unbehagen bereitet. Bereits am Anfang, als der Unfall vonstatten geht, sagt Igor nämlich, bereits am Anfang fürchtet Igor sich vor einem infizierten Fuchs, bei dem er sich anstecken könnte mit einer tödlichen, aber seltenen Krankheit. Also, es ist ein bisschen, der Unfall hat sich in der Stadt ereignet, aber es ist eine kleine Grünfläche, wo der Unfall dann war. Und da hat er eben Muffensausen bekommen. Louis nimmt ihn dann ein wenig auf den Arm. Du zitierst also große Denker, aber fürchtest dich vor ein bisschen Toilettenwasser und einem Fuchs? Igor offenbart ihm dann mit ernster Miene eine intime Realität. Wenn es die großen Philosophen nicht gäbe, wäre ich bereits tot. Außerdem äußerte er sich, dass es ihm bewusst ist, dass es schwer ist, das Gelesene auch in der Realität zu verankern. Aber der Versuch ist allemal erstrebenswert. Der spitzfindige Zuschauer ist jetzt vielleicht dazu geneigt, das als pathetisch ausgedrückt zu sehen, aber ich sage, es ist eine wunderbare Wahrheit. Vielleicht eine Binsenwahrheit, aber eine verschüttete. Philosophie verliert sich ja nicht nur in Wortklauberei oder sprachlichen Spitzfindigkeiten. Sie besteht nicht nur aus Elfenbeinturmbewohnern. Die Philosophie vermag es, Leben zu retten, zu bereichern und alte Geister neues Leben einzufleußen. Die Philosophie vermag es, Leben zu retten, zu bereichern und alten Geistern neues Leben einzuflößen. Sicherlich mal näher am Leben, oft auch weit weg von Lebensrealitäten des gemeinen Menschen, und doch vermag sie es, einen durch den Alltag zu begleiten. In unruhigen Nächten vermag es ein Zyniker mir, die Hand zu geben. In unruhigen Nächten vermag es ein Zyniker mir, die Hand zur Hilfe zu reichen und mich aus den Sümpfen des Hedonismus und der Eitelkeiten zu befreien. Sicherlich wird uns dies nicht einfach kredenzt mit ein wenig antiseptischer Salbe, um die frischen Wunden zu verarzten, die so manche Erkenntnis mit sich bringt. Und doch. Es ist vielmehr ein repetitives Lesen, ein Reflektieren in Nächten, nochmal darauf rekurrieren, auf das Gelesene und vielleicht auch mal ein Zitat durch den Tag mitzunehmen. Oder um nach Seneca zu sprechen, lies also stets anerkannte Autoren, und wenn es dich einmal lockt, dich anderen zuzuwenden, dann kehre zur früheren Lektüre zurück. Verschaffe dir täglich ein wenig von dem, was dir in der Armut oder beim Sterben helfen kann, desgleichen bei den übrigen Übeln. Und wenn du viel überflogen hast, greife dir einen Satz heraus, den du an diesem Tag geistig verarbeitest. Also wirklich diesen Satz nehmen, darauf herumdenken und sich da ausschweifend Zeit für nehmen. Also mehr eine Lebenseinstellung als ein Berg an angehäuften Wissen, welches man ab und zu mal in einer Salve aus Zitaten anderen Leuten hinspeit. So stellt es auch der Film dar. Wir betreten Igors Wohnung und werden überhäuft mit Büchern. In Regalen, auf dem Schreibtisch, im Bett, Hörbücher, Bücher aller Orten. Anfänglich war ich naserümpfend dazu geneigt, es als plump abzutun in der Manier, puh, ja, der interessiert sich für Philosophie, also hat er viele Bücher. Ja, das ist natürlich ein Klischee, aber weit gefehlt. Erst durch die zahllose Lektüre dutzender ausgezeichneter Autoren, Schriftsteller vermag man sich so etwas wie eine Weisheit oder Wissen in Zwergenschritten anzunähern. Doch eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein Buch von Rilke zu lesen macht noch keinen Lyriker. Der Film wirkt in diesem Moment also absolut konsistent. Sicherlich wird man hier schwerlich frische Lebensweisheiten oder dergleichen finden, aber der Film schafft es, den philosophischen Appetit anzustacheln. Allerdings ist eine Affinität für das Thema möglicherweise eine Voraussetzung.
Wenn Igor etwa der reizvollen Dame im Hotel widerstehen möchte und sie kognitiv daher anatomisch in Einzelteile, in Haut, Knochen, Fasern und Haaren zerlegt, dann ist das etwas, wo ich sage, gut, Igor, spannend, aber gib mal eine Quelle her. Also ich hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr von diesen Thematiken gehabt. Aber er überfrachtet es auch somit damit nicht. Igor empfindet Louis dann als einen Stoiker schlechthin, selbstbeherrscht, gelassen und arm an Leidenschaft. Gleichzeitig konterkariert aber der Film die scheinbare Leichtigkeit von Louis. Kommen wir dann noch zum Thema Freundschaft, das ist ja auch ein Thema des Films. Und da sind zwei Aspekte, die eine Freundschaft ausmachen, auf die ich eingehen möchte. Das ist die räumliche Nähe, also mit wem freunde ich mich an. Das klingt jetzt banal, natürlich freunde ich mich mit den Leuten an, mit denen ich studiert habe, die bei mir in der Klasse waren, die bei mir auf Arbeit sind vielleicht. Und das sind jetzt zwei Punkte, wo ich sage, okay, das kann natürlich sein, gut, ich freunde mich nur mit den Leuten an, die in der Nähe sind. Wenn jetzt in der Nähe niemand ist, der mir sympathisch ist, schwierig. Aber man kann ja so an den Gedanken rangehen, egal wo ich hingehe, wenn ich mir einen Kaffee hole, ins Kino gehe, mir ein Buch in der Bibliothek ausleihe, da sind überall potenzielle Freundschaften. Es reicht ja schon, wenn ich in der Bücherhandlung bin, mir ein Buch ausleihe und jemand sagt, hey, das Buch ist toll, und dann entwickelt sich ein Gespräch. Und dann sagt man, hey, willst du einen Kaffee trinken? Wirkt vielleicht ein bisschen fernab von der Realität, weil wir es nicht machen, weil wir gehemmt sind. Oh, ich möchte den Leuten jetzt nicht auf den Geist gehen, aber Igor macht es ja. Igor bringt Louis eine Ananas, macht ein Angebot hier und halten sich. Louis wehrt sich dagegen ein bisschen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, dass eine Freundschaft entsteht, wenn man, klar, man muss mit gewissen Dingen d'accord sein, politische Einstellungen, Weltbild, Menschenbild, was hat er für Hobbys. Wenn man da auf einer gleichen Wellenlänge ist, funktioniert es, aber man muss sich auch exponieren. Man muss eine Schwäche zeigen, vielleicht die inneren Konflikte auch mal zeigen. Das macht natürlich menschlich, wie es bei einer Romanfigur ist, wie es bei einer Filmfigur ist, aber auch zwischenmenschlich bringt es einen ja näher. Also wenn ich weiß, was mit dir los ist, kann ich mich in dich hineinversetzen und dann bist du für mich, dann ist eine Nähe in der Nähe da. Igor exponiert sich ja im Sinne von, er sagt ja, durch große Denke habe ich mein Leben behalten dürfen, er drückt es da. Und dann sagt er aber auch und gibt dann nicht zu, dass es nicht einfach toll findet, so ein paar Salven an Zitaten rauszuschießen, sondern dass das wirklich etwas ihm Immanentes ist, das ihn ausmacht. Und das ist halt ein wichtiger Aspekt von Freundschaft. Was macht eine Person aus? Und nicht nur, okay, welche Serien guckst du denn bei Netflix? Das ist, finde ich, auch schön beschrieben. Auch Louis macht das ja, wenn sie im Hotel sind und wenn er dann die Dame nach Hause schickt und mit der nicht sexuell interagieren möchte, dann sagt er, als Igor fragt, was hast du so gemacht? Na, ich habe mir einen runtergeholt und habe geduscht. Also auch ganz offen gesagt, was Sache bei ihm ist. Und das so funktionieren dann auch meiner Meinung nach ein Stück Freundschaften. Räumliche Komponente, ne, wenn der Obsthändler ihn abblitzen lässt, weil Igor fragt ihn, ich will jetzt mal ein Bier trinken. Kann man verstehen, dass es nicht funktioniert, aber wenn er dann im Bus Leute einfach mal anlächelt, klar, da entsteht keine Freundschaft draus, aber die Leute sind einem vielleicht wohler gesonnen, als man meint. Jemanden mal in ein Gespräch zu verwickeln oder mit jemandem ins Gespräch zu kommen, ist vielleicht auch leichter, als man denkt. Also potenziell hängen überall Freundschaften in der Luft, man muss sie manchmal nur ergreifen. Man wird auch zurückgewiesen, aber kann ja ein netter Plausch entstehen, und wenn es nur bei dem Plausch bleibt, dann haben vielleicht beide einen schönen Tag. Es ist natürlich ganz klar, die beiden freunden sich an, es wird ganz offenkundig gezeigt, sie unterhalten sich dann entspannter Zeit zu Zeit. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht, weiteren Autofahrten und Gesprächen baut sich eben diese Freundschaft auf und sie treffen bei der angepeilten Beerdigung ein. Louis freut sich inzwischen sogar, dass Igor dabei ist als Unterstützung. Die Leiche, die Louis nach Frankreich überführen soll, ist tatsächlich die Mutter einer Verflossenen, und so werden natürlich gegen Ende nochmals bedrückte Töne angeschlagen, was ich begrüßenswert finde. Louis' ehemalige Liebschaft ist frappiert darüber, dass Louis überhaupt zugegen ist und im Leichenwagen sitzt, und so werden alte Wunden erneuert. Louis war nämlich eine entscheidende Figur, die zum Unglück von Judiths Familie beigetragen hat, erfahren wir dann noch in den letzten Momenten des Films. Und so zeigt sich auch, warum unser Bestatter überhaupt diese beschwerliche Reise auf sich genommen hat. Während der Abschiedsfeier hätte es niemand angemessen, ein paar Worte zu sagen von der Trauergesellschaft. Und dann springt kurzerhand Louis ein und auch sogar noch Igor, der ein paar passende Worte findet, den Zug als Metapher wählt.
Gegen Ende während einer fröhlichen Heimfahrt fangen Igors Augen kurz einen Fuchs ein und er ist für einen Moment konsterniert. Doch einen Blick später lächelt er bereits wieder und es wird klar, auch Igor ist während dieser Reise gewachsen. So wie Louis, der einen Freund gefunden hat und einmal wieder ein bisschen vom Leben gekostet hat und wahrscheinlich nochmal ein paar Entscheidungen überdenkt oder neue Einsichten gewonnen hat. Unterm Strich muss ich sagen, dass der Film Spaß macht. Er hat witzige Momente, er hat aber auch sehr viel ernste Momente, gerade am Anfang, wenn wir Louis bei einem Termin begleiten, bei der eine Person gestorben ist, wie viel da immer an Trauer im Raum schwingt. Das ist wirklich schön gemacht. Man sieht Louis als Charakter dann ganz gut. Gleichzeitig muss ich sagen, dass die beiden ein bisschen mehr Charakterfleisch verdient hätten. Igor ist der Typ, der sich mit Philosophie beschäftigt und liefert Obst oder Gemüse aus. Und Louis ist halt der Rantige, der beschäftigte Bestatter. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen ein, zwei Hobbys einfließen lassen können, um den noch ein bisschen greifbarer zu machen. Nichtsdestoweniger habe ich mit beiden mitgefühlt, hatte meinen Spaß, hatte auch wirklich einen schönen Moment, als dieses Plädoyer für die Philosophie oder für die großen Denker gebracht wird. Das fand ich sehr beeindruckend und schön, hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Hat auch einen gewissen Tiefgang, geht auch schnell wieder vorbei, also hält sich nicht so übermäßig viel mit Themen auf. Hat ein paar interessante Themen eben, wie man mit Personen mit Behinderung umgehen könnte, ne? Also dass man leicht helfen kann, aber sie auch einfach als Freunde akzeptieren sollte, weil sie offenkundig viel zu bieten haben, so wie jeder Mensch eigentlich. Das Sterben wird angesprochen, da haben wir auch ein paar Einsichten oder ein paar Gedanken dazu. Die Freundschaft der beiden. Also interessante Themen, macht Spaß zuzugucken und damit meine Empfehlung für Glück auf einer Skala von 1 bis 10 und damit sagt die Filmnische bis zum nächsten Mal. Macht's gut.